Da sind wir zurück. Ihr seid zurück. Herzlich willkommen bei Let's Splinter. Und wir spielen erneut, ihr seht es, Anstoß. Der neue Anstoßteil ist endlich draußen und die ersten zwei Videos wurden von euch rege geschaut. Vielen, vielen Dank dafür und herzlich willkommen zurück. Nachdem ich euch in den ersten zwei Videos gezeigt habe, was das Menü von Anstoß so hergibt, gehen wir nun ins Detail. Wir starten ein Let's Play. Wir spielen mit, ja, es ist mein Lieblingsverein Borussia Dortmund. Ihr seht es schon ganz unten in der Zusammenfassung hier. Und wir werden uns darum bekümmern, was dieses Spiel in der Tiefe zu bieten hat. Wir spielen munter drauf los und gucken, wohin uns die kommenden Wochen in-game so führen werden. Bin sehr gespannt, was das Spiel über die grundsätzlichen Funktionen hinaus zu bieten hat. Jetzt schon im Early Access, ganz richtig, wir spielen in der Early Access Phase. Nur für den Fall der Fälle, dass jemand das Video dann in ein paar Jahren mal aufruft. Das ist die erste Version, die der normale Spieler hier zu Gesicht bekommen hat. Und was soll ich sagen? Verheißungsvoll. Es gibt ein paar Elemente, die finde ich richtig gut in der Übersicht. Es gibt aber auch ein paar Dinge, die definitiv noch angepackt werden müssen. Und es wird sich zeigen, wie Training und Transfermarkt und Finanzen miteinander harmonieren. Balancing ist da ein ganz, ganz großes Thema. Das müssen wir ein Stück weit in unserem Anspruchdenken an dieses Spiel natürlich zurückschrauben. Das sollten wir auch. Die Diskussion darüber lasse ich natürlich und gerne zu in den Kommentaren. Ihr könnt gerne reinschreiben, was euch auffällt. Aber wenn dann da irgendwie steht, der Marktwert ist doch unrealistisch oder die Transfersumme ist doch total an den Haaren herbeigezogen, dann sollten wir immer bedenken, das hier ist die Early Access Phase und die ist faktisch einfach noch nicht ausgereift. Wir spielen also munter drauf los und insofern klicke ich unten rechts auch auf Spiel starten. Wie immer die kleine Werbung vorneweg, wenn euch dieses Let's Play gefallen sollte, drückt doch einfach bei YouTube auf den Abo-Knopf. Ich würde mich sehr darüber freuen. Mehr Werbung an dieser Stelle allerdings nicht. Alle, die zuschauen, ein herzliches Willkommen hier bei Let's Splinter. Mit dem BVB geht es in ein Let's Play im neuen Anstoßtitel aus dem Jahr 2022, obwohl diese Bezeichnung aus dem Spiel gestrichen wurde. Viel Spaß euch! Und da sind wir auch schon in der Saisonvorbereitung. Palino ist hier unten schon bereit für uns. Wir sind es noch nicht. Ich habe erstmal die Farben der Trikots, heim und auswärts übrigens identisch eingestellt. Schwarz-gelb ist natürlich die Farbe der Wahl. Und dann kümmern wir uns doch mal um das, was in der Saisonvorbereitung so zu erledigen ist. Tickets, ich wiederhole mich da gerne und deswegen machen wir es nur ganz kurz im Vergleich zum angespielt Teil, den ich Mittwoch-Donnerstag hochgeladen habe. Kein Zwanni für einen Steher, das bleibt auch so bei überdachten Plätzen. Ansonsten bin ich mit den Dingen erstmal zufrieden und gucke, wie sich das hier geben wird. Der maximale Verkauf, 50% der Karten geht an potenzielle Dauerkarteninteressenten. Ermäßigung 25% finde ich absolut in Ordnung. Kalkulierter Verkauf, tja, keine Ahnung. Lassen wir das so stehen. Suchen unser Trainingslager aus und da werden wir nicht viel anderes machen. Wir trainieren in Marbella und zwar für die Dauer von knackigen 14 Tagen. Das Essen wird gesund sein. Und der Ausgang und die Kontrolle normal. Also wir werden hier kein Open End veranstalten. Schwerpunkt ist die Spielform in Marbella. Die Bedingungen sind perfekt und besonderes, der Bonus Eingespieltheit ist möglich. Wir buchen das für 120.000 und damit haben wir das schon erledigt. Ausgewähltes Trainingscamp in Marbella. Haben noch 580.000 zur Verfügung, aber das wird sich mit den Sponsoren sehr, sehr schnell ändern. Und suchen uns einen Hauptsponsor. Da ist die Zeit auch echt lang. Also ich werde, das wird euch auffallen, wahrscheinlich dazu neigen, relativ viel mit dem Fußballmanager zu vergleichen, den ich in einem anderen Let's Play auch tatsächlich noch spiele, den FM22 mit dem SC Freiburg. Ihr findet die Playlist auf meinem Kanal, insofern mache ich da jetzt nicht mehr Werbung für als notwendig, aber erster Vergleich, die Laufzeit mit dem Hauptsponsor ist hier entweder 14 oder 12 Jahre. Das fühlt sich ein Ticken länger an wie beim FM und ich muss sagen, für einen Hauptsponsor finde ich das auch gar nicht mal so verkehrt. Also der wechselt jetzt nicht allzu häufig, das ist dann doch schon ganz gut. Gefällt mir also absolut. Und wir können uns wie so oft für den höheren Grundbetrag entscheiden oder aber für höhere Boni. Boah, aber der Abzug für einen Abstieg ist bei dem einen bei 72%, während der andere nur 8% gibt. Insofern hoffen wir auf gute Verhandlungen mit, naja, Schleichsteuerung machen wir nicht, ihr seht es ja oben. Wir verhandeln hier unten auf dem Button, nicht direkt unterschreiben und gehen mal auf, ja, 30 Millionen. Laufzeit lassen wir da, wo sie ist. Interessant auch, dass der Abzug für den Abstieg von uns zu Beginn höher angesiedelt war, bei 11%. Das lassen wir natürlich nicht zu. Ja, der Sponsor ist halbwegs begeistert. Wir wissen das Entgegenkommen zu schätzen. Ja, und die kommen uns aber ein gutes Stück entgegen. Sind hier bei den Boni schon gut dabei. Grundbetrag wird hier noch nach oben verhandelt aktuell. Ja, und jetzt wird die Lage ernster. Einmal machen wir es noch.
Ihre Forderung hat alle in Schockstarre versetzt. Bitte was? Aber wir unterschreiben ganz, ganz zügig und bekommen 29,7 Millionen per anno. Und das ist durchaus ordentlich. Insgesamt 57 Millionen haben wir damit abgegrast, potenziell, wenn ich das richtig deute. Gleiche Geschichte wieder bei zwei Angeboten unseres potenziellen Ausrüsters. Höheres Grundgehalt bedeutet auch einen viel höheren Abzug bei Abstieg, wobei wir da echt eigentlich nicht drüber nachdenken müssen. Aber was wir potenziell durch Meisterboni bekommen können bei dem zweiten Anbieter, ist beachtlich. Der Rest hält sich allerdings die Waage so, dass ich auf höhere Grundgehalt gehe. Unserem Gesprächspartner rutscht auch hier die Tasse mit dem Kaffeefass aus der Hand, aber wir sind bei 48 Millionen im Jahr. Das ist sensationell. Wir sind damit sehr zufrieden und insofern gebe ich mal Namensrechte fürs Stadion weg. Ich gebe den Prämiensponsoren hier ihr Angebot rein. Ich hole Partner- und Bannenwerbung, Aspiranten an Land und überspringe das an der Stelle. Interessant wäre an der Stelle nur, ob die Namensrechte, die wir hier verkaufen, dazu führen, dass die Fans aufgebracht sind. Ich glaube aber, dass das hier noch keine Rolle spielt im Early Access. Melde mich daher gleich zurück. Sehr geil. Ich mache hier gerade die Verhandlung zur Bannwerbung. Muss ich kurz noch mal reinschalten. Der Sponsor nimmt den Vertrag und gibt ihn seinem Azubi. Versuch du dein Glück. Einzige Chance. Großartig. Anstoß hat also seinen Humor durchaus nicht verloren. Und das sollte man auch tatsächlich honorieren. Ja, dann haben wir alles. Einnahmen im Jahr 209,5 Millionen Euro. Wow, das ist viel. Ging auch tatsächlich durch wie Butter, muss man sagen. Eine Schwierigkeit erkenne ich hier nicht wirklich. Mal gucken, ob die da noch irgendwann einen Fokus auf genauere Verhandlungen legen. Aber letzten Endes geht es darum, nur das Balancing, denke ich mal, ganz gut anzupacken. Und hier entsprechend für gute Summen zu sorgen. 209 Millionen, ich finde es ein bisschen viel. Aber eingangs schon gesagt und auch in meinem angespielt Videos vermerkt, wahrscheinlich ist da noch sehr, sehr viel Arbeitsbedarf bei den Entwicklern, dass die Beträge hier schön aufeinander passen. Fanartikel, wir bestellen kurzerhand das zweitgrößte Angebot, geben damit ein bisschen Geld aus, haben aber auch schon 92 Millionen jetzt hier auf der hohen Kante. Und damit sind wir bereit. Saisonvorbereitung abgeschlossen. Und wir kommen in meinen Lieblingsbildschirm. Ich habe die Hoffnung, dass wir alles von hier machen können, weil es einfach so kongenial aussieht. In Zukunft ist die große Hoffnung, dass man das noch ein bisschen anpassen kann. Und wie cool wäre es, wenn die Szene hier noch andere Bildschirme zur Verfügung stellt, die man anklicken kann. Mal gucken, was die Entwickler alles freigeben und was man zu leisten imstande sein wird. Aber das ist einfach mega cool. Schon jetzt guckt nochmal, wenn ich mit der Maus über das Fenster ins Stadion rein zeige, dann ist es schon sehr, sehr schön mit den Blitzlichtern im Hintergrund. Das Ding ist an unserem Kader, wir sehen ihn hier, will ich in der ersten Saison vermutlich gar nicht so viel verändern. Wo haben wir potenziell Verbesserungsbedarf? Wir haben drei Schweizer Keeper und die sind alle gleich stark. Der einzige Vorteil ist, dass Kulli, den wir jetzt einfach mal zu Kobel machen, der jüngste von allen dreien ist. Aber da sticht auch niemand vom Talent her hinaus oder heraus. Ich könnte mir noch einen guten Torhüter also angeln, aber mit 24 ist Kulli natürlich auch noch echt jung. Das macht schon Spaß. Wir haben natürlich den Sensationsnorweger Emil Heyer, aka Erling, the one and only Haaland, hier noch, was die Entwickler wohl als Datenbank hier angenommen haben aus der vergangenen Saison. Und damit sind wir natürlich zufrieden. Uns fehlt effektiv ein originärer Rechtsaußenspieler. Den könnten wir uns natürlich einfach noch für den Spaß holen. Und Adel Willems, aka Axel Witzel hier, ist unser defensiver Mittelfeldspieler, der in die Jahre gekommen ist. Da müssten wir eventuell noch was Jüngeres an Land ziehen. Wir schauen also mal kurz in den Transfermarkt rein und können hier unten, wie gesagt, schön die Positionen relativ schnell ausschalten im Filter. Gehen vom Alter entschieden runter, wollen höchstens einen, ja, sagen wir mal, 24-Jährigen. Warum nicht? Vertrag soll nicht so ganz so lange mehr gehen. Und ich habe die 100er Stärke-Skala eingestellt. Ich hatte das im anderen Video gesagt, es gibt die 13er Skala und die 100er. Ich bin immer so ein bisschen für die 100er, weil es dann noch ein bisschen feingliedriger wird. Auch da Kommentare nehme ich gerne entgegen, so von wegen, ah, warum hast du nicht die 13er Skala genommen? Aber in diesem Let's Play spielen wir die 100er und das ist, denke ich, auch okay so. Von der Stärke her, der soll schon was zu leisten imstande sein. Und dann sehen wir natürlich aber auch vom Marktwert, dass wir da echte Brecher drin haben. Defensiv sind es allerdings nur zwei, die hier in Frage kommen. Von Real Madrid, Franco Vargas Mortone und Deji Render von West Ham United. Das wird wahrscheinlich Declan Rice sein. So sieht er auf jeden Fall aus. Ansehen beim Publikum, geil. Hassfigur.
Großartig. Frage ist, können wir ihn, wir können ihn beobachten oder wollen wir direkt verhandeln? 84er Stärke. Ah, Vargas Mortone hier natürlich noch ein Ticken besser. Und wirklich jung. Boah, eine Ausstiegsklausel von 59 Millionen. Da ist natürlich die Frage, haben wir hier finanztechnisch irgendein Limit? Ich sehe keins, aber die müssen wir auch erstmal haben. Schön ist das, wenn man wieder ins Fenster zurückgeht, dass auf jeden Fall offen bleibt, wie man es vorher eingestellt hat. Finde ich gut. Und dann gehen wir doch mal in Verhandlungen. Die paar 50 Millionen sind mir zu viel. DJ Render ist hier das Objekt der Begierde. 84er Stärke, wenn wir das mal vergleichen. Auch Willems hat eine 84er Stärke. Ist ein Talent, 4 Sterne hat er. Vielleicht sollten wir ihn nochmal beobachten. Mal gucken, was wir dann herausbekommen. Wir beobachten den guten Mann und basteln erstmal meine Seite um. Wir haben das jetzt hier mal ein bisschen konkretisiert auf die Dinge, die ich glaube, die wichtig sind. Die Finanzen, Vertragsänderung unserer Spieler, interessanterweise. Da haben wir nämlich Radatz und Bremer, die nächstes Jahr den Verein verlassen würden. Die Ligatabelle, Fans, Merch-Bereich, Kadertore, die Scorerpunkte, wie viele Besucher wir hatten pro Sitze. Und darüber hinaus die nächsten Spiele. Unser Spieltagsplan ist Augsburg, Leipzig, Mainz zu Beginn und dann schon die Bayern. Wow, das ist nicht ohne. Und dann geht so ein Wochenablauf hier gerade mal ungeschnitten durch. Ihr seht das. Ich weiß gar nicht, ob wir schon Training drin haben. Vor allen Dingen laufen die Wochen hier konsequent durch. Ah ne, Büro. Also ich soll jetzt ins Büro kommen an einem Sonntag. Aber scheinbar ist alles gut. Bekommen hier eine tägliche Transferliste ausgegeben, die wir schön nach Stärke sortieren, um zu gucken, ob da für uns was dabei ist. Beziehungsweise nicht, ob was dabei ist. Ich sehe gerade, das ist einfach, das sind die Transfers, die gelaufen sind. Tatsächlich. Unser Sportpsychologe meldet sich mit dem Bericht der ersten Woche. Konnte keine besonderen Auffälligkeiten der wöchentlichen Trainingsstatistik feststellen. Keine Maßnahmen erforderlich. Nachricht löschen wir also. Und die Trainingsleistung wird auch bewertet. Motivation hat sich nicht geändert. Form hat sich verbessert. Kondition hat sich verbessert und Frische verschlechtert, soweit so klar. Gucken uns mal das Training an, was wir hier eingesetzt haben. Ja, sind von der leichten Konditionswoche, gehen wir in die brutale und dann in die harte. Wir lassen das einfach mal so, wie es ist. Da sehe ich jetzt keinen Grund, was abzuändern. Regeneration nach den Kondiwochen, dann die Grundlagen, technisch, offensive Ballbesitz, Torabschlüsse. Geht schon so in Ordnung. Ihr seht hier zum ersten Mal die Entwicklung von ich weiß nicht was. Also wird wahrscheinlich die Fitness sein und das andere die Frische, weil die ging ja 2 Punkte runter. Schade, dass hier keine Erklärung zum Graphen zu sehen ist. Nächstes Spiel ist auf jeden Fall in 27 Tagen gegen Augsburg. Und dann gehen wir eine Woche weiter, weil sich die Beobachtung unseres potenziellen Neuzugangs DG Render noch nicht ergibt. Hier kommen die Nachrichten noch im Wochenablauf auf jeden Fall immer rein. Das ist sehr gut. Ja, und schön, dass immer im Büro dann wir wieder hier landen. Das ist okay. Ja, das haben wir tatsächlich hier neue Sponsorenangebote bekommen, aber der Hauptsponsor ist weg. Ich sehe jetzt hier keinen Grund zu wechseln, auch wenn der Grundbetrag dieses Anbieters hier nochmal ein bisschen höher ist. Aber jetzt kündigen, also wir könnten hier kündigen, das vielleicht nochmal so zur Tiefe des Spiels ist möglich. Denke ich aber, lassen wir an der Stelle einfach sein. Die mentale Verfassung der Spieler scheint überwiegend positive Auswirkungen auf die Trainingsleistung zu haben. Weiterhin keine Maßnahmen für erforderlich betrachtet vom Psychologen. Form hat sich verbessert, Kondition hat sich verbessert, die Frische wieder verschlechtert. Und ich glaube, wir gucken einfach nochmal so ein bisschen in unseren Verein rein und in unser Personal, denn wir haben kaum Scouts. Und warum sollten wir da nicht mal ordentliche Scouts holen? Thorsten Heinrich würde gerne für den Club arbeiten. Ja, und dann sammeln wir mal ein paar Scouts. Da nehme ich euch jetzt geschnitten mit. Da stehen gleich 25. Wobei ich sagen muss, es sind nur 4, denn die Kompetenz geht hier in Richtung wenig begabt. Da habe ich jetzt kein Interesse dran. Co-Trainer könnten wir noch ein paar an Land ziehen. Wow, und Christoph Pohl ist ja mal dermaßen geeignet. Megatalent. Warum wollen wir den eigentlich nicht für 5 Jahre statt für 2 Jahre haben? Da bieten wir dem auch gerne fast so viel an, wie er haben will. Macht aber nicht mehr wie die 2 Jahre, aber den angeln wir uns trotzdem. Und holen uns auch noch Peter Lang für 3 Jahre. Haben einen relativ schlechten Vereinsarzt. Da gehen wir auch nochmal ran. Ja, der hier wird gekündigt. Der ganz schlechte. Oh, goldene Hände. Dieter Baumann wird hier von uns verpflichtet werden. Oh nein, ich habe ihn verärgert. Es war ein Ticken zu viel. Und damit wurde es Detlef Pfeiffer. Physiotherapeuten haben wir auch 2 entsprechend eingestellt. Verkäufer könnten wir noch hinzunehmen. Ja, und damit haben wir mal ein paar
ein Mitarbeiter mehr. Unser Torwarttrainer ist wirklich schlecht. Das finde ich nicht gut. Den kündigen wir noch. Stabilisieren und schleifen ist hier die Option bei Reinhold Kraus und Ernst Lange ist für Stärken trainieren und Taktiker. Allerdings ist Reinhold Kraus so gut, dass wir den haben wollen. Hier ist das Angebot zu groß, finde ich, vom Balancing. Wir können blindlings den Besten nehmen. Und ich denke, das sollte uns monetär nicht vor Probleme stellen. Insofern, ja, nehmen wir das erstmal so hin. Sportpsychologe auch nicht wirklich gut. Kündigen wir auch. Und dann haben wir Xaver Hoffmann verpflichtet. Und damit hätten wir es. Die Mitarbeiter signifikant verbessert. Und es sind noch 20 Tage bis zum ersten Spieltag. Das ist das erste Video in meinem Let's Play hier bei Anstoß. Der BVB vor dem ersten Spieltag gegen den FC Augsburg drauf und dran zu trainieren, drauf und dran den Verein direkt mal umzukrempeln mit dem neuen Manager. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wie schon zu Beginn gesagt, wenn ihr diesen Abo-Knopf unten drücken möchtet, fühlt euch frei. Freue mich immer sehr, wenn Leute regelmäßig hier bleiben und bleiben wollen. Ansonsten sehen wir uns sehr gerne im nächsten Video wieder, das direkt morgen kommt. Freitag, Samstag, Sonntag ist Anstoßtag. Wochenend-Megastart hier mit dem Release des Early Access. Und insofern freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet beim BVB bei Let's Blinter. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.